Hallo und herzlich willkommen zu einer detaillierten Chronik von einem Freizockverfahren von einem 17 Amperestunden 12 Volt Bleigel Akku. Es wurde hier ein Vision Akku genommen, ne, von der Marke hier, und original war er tot gewesen, also in Anführungszeichen, so richtig im Kurzschluss tot war er nicht, er war sehr hochohmig. Das heißt, er hat keine Ladung angenommen und die Spannung ist sofort hinaufgeschnellt beim Laden. Was haben wir gemacht? Als allererstes ist er auf Alaun umgerüstet worden. 330 Gramm Aluminium-Ammonium-Alaun gemischt mit destilliertem Wasser. Wasser mehr als 72 Grad heiß machen. Ich mache es immer vorzugsweise in einem Aluminiumtopf. Ne? Alu und Alu, das reagiert dann halt schlecht miteinander. Wenn man irgendwelche anderen Metalle nimmt, könnte es zu Reaktionen kommen. Also auf 72 Grad mindestens erhitzen, aber weniger als 100 Grad. Dann das Alaun zugeben, alles verrühren, bis es komplett durchsichtig wird. Und dann in die Akkus einfüllen, bis oben hin. Oben vielleicht mal noch so einen Zentimeter Platz lassen ungefähr. Aber das, was zu viel ist, das drückt es dann sowieso beim Laden raus. Also beim Laden auf alle Fälle dann mal ein Taschentuch mit daneben hinlegen. Geladen worden ist er mit einem Sonnenrad HIC RE-MF Ladegerät. Und hier war ich anfangs ganz schön euphorisch, weil wenn man da die Stromzange reinhält, dann zeigt die nur Murks an. Deshalb gehen wir hier mal mit dem ran, was das Netzteil liefert vor dem RE-MF, und das sind 300 mA bei um die 14-15 Volt. Ja, hier wie ihr seht, hält man an die Stelle, ist Ampermeter ran, hat man 0, gar nichts, und dreht man es 180 Grad rum, ist Messgerät, die Stromzange, und hält es an den Plus, dann gehen angeblich 1,8 Ampere rein. Naja. Ziemlich hohe Frequenz wahrscheinlich, wer weiß, was der HIC RE-MF sonst noch so macht. Jedenfalls haben wir den dann 14 Stunden dran gelassen und in den 14 Stunden haben wir ungefähr dann 50 Watt ungefähr reingeschickt in den Akku. Er hat eine Leerlaufspannung bei 12,4 Volt gehabt und ist dann langsam peu à peu gestiegen, bis dann hier am Ende die Kurve etwas steiler wurde und er dann hier seine erste Ladeschlussspannung von 14,25 Volt erreicht hat. Dann haben die Zellen angefangen zu gasen. Er hat ziemlich angefangen mit Blubbern an der Stelle und das war für mich das Zeichen auszuschalten. Dann hat er eine kurze Regenerationsphase gehabt, von einer Stunde ungefähr, also in Ruhe gelassen worden. Und dann ist die erste Entladung passiert. Entladen wurde hier mit Glühlampen, die 1,1 Ampere ziehen. Und wie wir hier sehen, ging das Ganze 2,2 Stunden lang gut in dem optimalen Bereich zwischen 13 Volt und 11 Volt, da wo so ein Akku die meiste Leistung hat. Und da konnten wir schon 29 Watt rausziehen. Und dann kam der berühmt-berüchtigte Abgangspunkt und da habe ich halt ausgeschalten, wie man es halt so macht. Weiter ging es mit dem zweiten Ladedurchgang, auch wieder mit dem Sonnenrad HIC RE-MF. Da wieder 14 Stunden, bevor dann hier die Ladeschlussspannung diesmal bei 14,5 Volt ungefähr kam, also schon 0,25 Volt mehr als vorher, bevor er angefangen hat mit Gasen. Dann in Ruhe gelassen wurden, mehrere Stunden, und dann ging die zweite Entladung vonstatten. Hier haben wir es mal ein bisschen aufgeteilt, und zwar in diesem ersten Bereich, wo er seine 1,1 Ampere zieht und immer so zwischen 13 und 11 Volt ist, der optimale Bereich bei so einer Batterie. Das ging 1,5 Stunden gut. Dann konnte er ungefähr noch eine halbe Stunde bei 10 Volt rumgurken und 1 Ampere rausziehen. Dann ist die Kurve ziemlich abgesackt. Ja, hier habe ich nämlich nicht aufgehört bei 10,5 Volt, weil ich mitbekommen habe, vorher hat man 29 Watt drin gehabt und jetzt hat man nur noch ungefähr 20 Watt drin, mit den 3 Watt hier dazu. Also nach dem zweiten Laden ist er eigentlich schlechter geworden.
So, jetzt sind mir aber die Worte vom René Reinders durch den Kopf gegangen, ne, der den ReMF-Charger-Plan rausgebracht hat. Und er benutzt ja den ReMF-Charger vorzugsweise mit umgerüsteten Allowen-Akkus. Und in dem Moment habe ich seine Worte im Hintergrund gehört, den Akku bis auf 0 Volt leerziehen. Ja, guckt man erstmal nicht schlecht, ne? Weil macht man ja normalerweise nicht. Ne? Normalerweise ist ja so ein Akku, ne, wenn der unter 10,5 Volt dann entladen wird, ne, dann werden die Platten ziemlich warm. Ne, da passiert dann irgend so eine chemische Reaktion da drin und die Platten zerstört. Ne, danach kann man den Akku dann meistens wegschmeißen und die Zellen gehen in Kurzschluss. Nicht so beim Allowen-Akku. Durch dieses Allowen, keine Ahnung warum, wieso auch immer, gehen die Zellen jedenfalls nicht in Kurzschluss, sondern liefern auch in den untersten Voltzahlen noch richtig Ampere. Ne, ihr seht es hier, so bis 8,5 Volt hat er ungefähr noch 1 Ampere geliefert. Ne, da wäre eine normale Batterie schon längst zusammengebrochen, so unterhalb von 9 Volt, da liefern die eigentlich gar nichts mehr. Und auch in dem Bereich zwischen 9 Volt und 2 Volt, ne, ging es ziemlich linear bergab. Deshalb habe ich hier mal so einen Mittelwert genommen, ne, Mittelwert von ungefähr 5 Volt. Und 800 mA, da kommt man hier dann auch nochmal auf 14 Watt ungefähr in dem Bereich, was man rausziehen kann. Und im letzten Bereich, die kriegt man so schnell nicht tot. Ne? Im letzten Bereich ging es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden lang, konnte ich zwischen 2 Volt und 1 Volt noch immer so um die 500 mA rausziehen, was er geliefert hat. Ja, und da kommt man dann in der Gesamtzeit hoch auf seine 5 Watt insgesamt noch. Und rechnen wir das alles zusammen, waren wir dann hier bei 44 Watt. Ja, das ist aber jetzt praktisch die erste Entladung, wo wir bis 0 entladen haben. Ja, praktisch so, wie man es eigentlich machen sollte. Mit einer Batterie, die man freizocken will und die vorher von einem Säurehaushalt in einen basischen Haushalt gebracht worden ist. Wenn wir Menschen auch Akkus sind, ob das auch analog für uns gilt. Okay, passen wir mal ein bisschen auf. Vielleicht können wir da irgendwas lernen für uns. Ja, jedenfalls schien das schon was gebracht zu haben, denn im nächsten Ladedurchgang, was jetzt hier das ganze Ding ist, da ging es nämlich schon, dass er 30 Stunden lang, ne, mit diesem Sonnenrad HIC-ReMF Ladung aufnehmen wollte, ne, bevor hier hinten die Spannung in die Höhe schnellte, und dann die Zellen angefangen haben mit Gasen. Ne, also 30 Stunden lang konnte ich hier mit 300 mA reingehen. Ungefähr 100 Watt haben wir somit in den Akku reingeschickt. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie die nächste Entladekennlinie aussieht. Jetzt haben wir das dritte Mal unseren Akku entladen. Und wir sehen hier, dass wir jetzt, ne, vorher konnten wir 1,5 Stunden lang in diesem optimalen Bereich rumgurken. Jetzt können wir schon 1,8 Stunden lang in diesem optimalen Bereich rumgurken. Ne? Und auch ungefähr eine halbe Stunde in diesem zweiten Bereich, wo sie dann bei 9 Volt ungefähr ist und dann richtig abkackt. Ne? Der dritte Bereich geht jetzt viel steiler. Ne? Also die Spannung fällt jetzt in dem Bereich viel stärker ab. Ne? Dafür hält sie hier in dem Bereich viel länger. Was im Endeffekt dann heißt, dass wir in diesem zweiten Durchgang um die 28 Watt rausziehen konnten, wobei wir im ersten eben nur 20 Watt ungefähr im optimalen Bereich rausziehen konnten. Also hat es hier in dem optimalen Bereich zwischen 13 Volt und 12 Volt schon mal was gebracht. Ne? Das mit dem ReMF nochmal richtig laden. Ja, man kommt dann insgesamt hier auf 39,5 Watt. Ich muss dazu sagen, ich habe hier aber auch bei 1 Volt aufgehört. Ne? Man könnte die Linien jetzt noch weiterziehen bis 0,5 Volt runter, wie ich es hier ungefähr gemacht habe. Da würde dann noch ein bisschen was dazukommen. Also ungefähr dieselben Watt drin, was wir am Anfang hatten, aber in dem optimalen Bereich von 13 und 11 Volt. Ne, kommen wir jetzt schon mal 10, 20 Minuten länger hin als vorher. So, jetzt bin ich ein bisschen ungeduldig geworden. Und diesem Sonnenrad HIC-ReMF habe ich auch nicht mehr so richtig vertraut. Ich meine, wir haben vorhin 100 Watt reingeschickt, ne, über 30 Stunden und konnten trotzdem wieder nur um die 40 Watt rausziehen. Da ist doch irgendwas nicht so optimal.
Ne, im Leerlauf bringt er 22 Volt ungefähr raus. Wird wahrscheinlich ein bisschen zu heavy sein. Ne, also sind wir jetzt mal umgestiegen auf ein anderes Ladegerät. Einen normalen NPN-REMF, ne, der ein 3 Ampere Netzteil hat, 19,5 Volt. Und da aber drei Dioden in Reihe in den Eingang geschalten sind, komme ich hier ungefähr auf 17, 17,5 Volt ungefähr. Ne, mit 380 Ohm Vorwiderstand bin ich gefahren und da hat er ungefähr so 1 Ampere, 1,1 Ampere reingehauen. Ja gut, okay, haben wir hier auch ungefähr 100 Watt reingeschickt, ne, um die Dreh rum. Hier gegen Ende nimmt er dann natürlich weniger Ampere auf, also können wir die 1 Ampere nicht über die ganze Zeit rechnen. Ne. Und dann geht's zur vierten Entladung, ist es jetzt schon. Jawohl. Und in der vierten Entladung sah es nun so aus, dass wir ganze 2,6 Stunden lang in diesem optimalen Bereich rumgurken konnten, ne, 1,1 Ampere rausziehen konnten. Unsere Lampen waren über 2,5 Stunden richtig schön hell gewesen, ne, bevor es dann losging mit dem Einknicken der Batterie. Und was das jetzt hier ist, da bin ich, wie gesagt, ich bin ja vorhin schon ein bisschen ungeduldig geworden. Ne? Ich wollte endlich mal zu Potte kommen sozusagen. Und da haben wir ein bisschen rumgespielt und hier haben wir dann eine 50 Watt Lampe reingenommen, die schon so 7, 8 Ampere zieht bei 12 Volt. Aber da wir hier bei 9 Volt ungefähr waren, hat sie hier noch ungefähr 5 Ampere gezogen. War trotzdem noch eine Zeit lang, so 4-5 Minuten, richtig hell da gewesen, ne, bevor dann die Linie rapide nach unten zusammengeklappt ist und dann bis auf 0,2 Volt den Akku gezogen hat. Ne, bei den 0,2 Volt mit der Lampe hat es immer noch so 300 mA, 400 mA gezogen. Ne, also ist da immer noch geflossen. Und dann habe ich wieder abgeklemmt, habe den Akku regenerieren lassen und innerhalb von einer Stunde ist der Akku dann wieder auf um die 9,7 Volt hinaufgeschnellt und dann habe ich wieder nochmal 5 oder 10 Minuten gewartet und dann ist er wieder etwas gesunken. Also die Stelle, die kam mir etwas bemerkenswert vor, das heißt hier praktisch voll in Last gegangen, voll mit Last runtergezogen, dann ist er wieder hochgeschnellt auf 9,71 Volt und kurze Zeit später ist er dann wieder runtergefallen, obwohl nichts dran gemacht worden ist. Das habe ich so vorher noch nie beobachtet bei einem Akku. Naja, der nächste Ladevorgang, der war dann undokumentiert. Ne, da habe ich dann ein bisschen rumprobiert mit dem normalen REMF und LEDs bin ich gefahren. Da hat er 300 mA gezogen und so bin ich auch die meiste Zeit gefahren. Also nicht mehr mit den 1,1 Ampere, sondern mit den 300 mA. Und habe dann die fünfte Entladung getätigt. Und da waren wir ungefähr im selben Bereich bei der Entladung, wo wir vorher waren. Also kein Gewinn, ne, wenn man genau geguckt hat, sogar ein Watt verloren. Und da habe ich dann erstmal die Grenze gefunden. Hier haben wir nochmal das Fazit. Nach der ersten Entladung, wie gesagt, hat man 29 Watt rausziehen können im optimalen Bereich. Nach der zweiten Entladung 20 Watt, nach der dritten 28, nach der vierten 34. Und dann ist es ungefähr auf der Stelle geblieben. Somit haben wir den Akku von ursprünglich 14% Leistung seiner ursprünglichen Kapazität, die mit 204 Amperestunden angegeben ist, auf 16% hochgekitzelt. Wir können uns erinnern, nach dem alleinigen Umrüsten auf Allowen hat der Schnelltaster angezeigt 12% VersiFit und jetzt haben wir sie immerhin schon auf 16% gebracht, aber mit dem Gimmick, dass wir sie eben auf 0 Volt runterziehen können und dass sie, wenn sie richtig geladen wird, mit dem richtigen REMF, richtigen Vorwiderstand, dem richtigen Verhältnis, dann auch immer fitter und fitter und fitter wird. Und auch wichtig, dass sie eben die erste Zeit zumindest auch halbwegs moderat entladen wird. Also keine 50 Watt Birne ranhängen, so wie es ich vorhin gemacht habe. Dann wollen wir uns mal versuchen reinzudenken, was da jetzt eigentlich passiert ist. Also, original hat man einen Akku, wo in dem Akku drin 6 Zellen alle in Reihe geschaltet sind.
Wir können nur ein Plus anschließen und ein Minus. Und was die Zellen untereinander machen, darauf haben wir leider mit normalen Verfahren keinen so richtigen Einfluss. Also so halb-halb. Ne? Aber wie es am optimalsten geht, wollen wir jetzt mal nochmal richtig durchleuchten. So, da schaut es praktisch so aus, ne, wie sich so eine Zelle mit der Zeit entlädt und lädt. Ist ja in dem letzten Sonnenrad-Hickre-EMF-Video erklärt worden. Ne? Und da ist es jetzt meinetwegen so, dass die erste Zelle noch 90% voll ist, die zweite 70%, 60%, 70%, 60% und die letzte bei 40%. Ne? Da habe ich mal defekt so klein hingeschrieben. Die erste Zelle ist höchstwahrscheinlich ziemlich hochohmig, ne? Das heißt, sie nimmt wenig Ampere auf. Die zweiten Zellen sind, eben weil diese erste Zelle hier immer als erstes geladen wird, höchstwahrscheinlich sulfatiert. Also etwas sulfatiert, die nehmen so halbwegs noch Ampere auf und sind aber schon etwas verkriesnackelt. Ne? Und die letzte Zelle, die dürfte am meisten verkriesnackelt sein und die dürfte extrem viel Ampere aufnehmen. Ne? Wenn wir die Zelle jetzt entladen, achso, ich habe hier oben mal noch die Voltzahl hingeschrieben, meinetwegen die, was voll ist, hat noch 2,2 Volt, die, was leer ist, hat noch 1,8 Volt, kommen wir im Summe auf 12,2 Volt. So, jetzt entladen wir die Zelle, die erste Zelle so bei 50% und die letzte bei 0%, weil wenn die hier 1,9 Volt hat und die letzte bei 0 Volt und die dazwischen irgendwo sind, dann kommen wir hier auf 8,5 Volt bei der Zelle, die jetzt entladen worden ist. Das heißt, hier laufen jetzt unsere ganzen Ampere drüber, was unser Verbraucher zieht, auch über die Zelle, die schon 0 Volt hat. Das heißt, die Zelle wird warm, weil ja die ganzen Ampere da drüber fließen, und die schläft ein, habe ich hier mal hingeschrieben, so in Anführungszeichen, bis zum Kurzschluss. Also da bildet sich so eine Schicht, wo der Strom dann drüber fließen kann, und die Schicht muss ja dann erstmal weg. Also muss man erstmal dann, wenn sie das nächste Mal geladen wird, nimmt die viel, viel mehr Ampere auf. Hier vorne die Zellen, also die Zelle als die anderen Zellen. Und alles kommt ins Ungleichgewicht. Das heißt, wenn wir die dann hier laden, wieder, da die ja sowieso schon hochohmig ist, ist die ziemlich schnell voll. Und wenn so eine Zelle voll ist, dann hört die ja bei ihrer Spannung nie auf. Ne? Dann hat die ja keine 2,2 Volt, sondern geht ja die Spannung rasant hoch, ne, wenn eine so eine Zelle voll ist, und dann kann die hier so bei 4,9 Volt oder 5 Volt rumgurken, wird halt mit der Zeit übelst tot gekocht. Ne, unsere normale Spannung zeigt da noch nichts an, die ist immer noch bei ihren 14,5 Volt. Das Ladegerät sagt, ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ne, obwohl diese erste Zelle schon schön am Köcheln ist und die anderen hier, dadurch die hier dann eben ziemlich hochohmig wird, die meiste Energie ins Köcheln geht, geht halt wenig Ampere weiter. Das heißt, die anderen werden dann umso weniger geladen im Verhältnis zu den Ampere, was hier eben anliegt. Und unsere letzte Zelle, die braucht da sowieso viel Ampere. Also wird es dann mit der Zeit immer ausgeglichener. Die verkriesnackelt immer mehr. Hier habe ich mal große Sulfatstücken hingemalt. Hier sind so kleine Sulfatstücken. Und ja, also fürs Sterben gebaut, kann man sagen, die Akkus von heute. Ich kann mich an Zeiten erinnern, also ganz früher, die alten Akkus, da waren hier oben immer noch diese Anschlüsse rausgeführt. Ne? Da konnte man jede 2-Volt-Zelle noch einzeln refreshen, was heute nicht mehr geht. Ne? Heute sind sie wartungsfrei, steht drauf, brauchst nichts mehr machen, brauchst nur noch zu warten, bis sie kontrolliert sterben. Jawohl, das heißt wartungsfrei. Ah ja, nebenbei habe ich schon gesagt, also die bläht sich auf, ne? Steht ja da. Wollen wir kurz vorm Ende, keine Angst, geht nochmal lang, nochmal auf die drei, also mir bekannten Ladeverfahren schauen. Ne, hier haben wir unser ganz altes Ladeverfahren, ne, wo wir hier, ich habe unsere Zellen jetzt mal als Kondensatoren aufgemalt. Ne. Das ist ja eigentlich sowas. Und da ist es so, dass wir hier praktisch meistens gar keine Freilaufdiode drin haben. Ne, einfach nur eine Diode in Flussrichtung, dass der Strom, der hier über unsere Quelle generiert wird, nur in eine Richtung fließen kann, und der Takt wird meistens dann mit einem fremdgetriggerten Taktgeber vorgegeben. Ja, Quarz, ein Oszillator oder was weiß ich, meistens eine fixe Frequenz, und dann wird sie halt befeuert.
Ne? Hier unten habe ich das mal hingemalt. Das sind immer so Flanken, die kommen. Ne? Schaltet es ein in Strom. Ne? Und hier so gegen Ende ist es hier so ein kleiner roter Strich, der symbolisiert, dass das in dem Bereich der Akku eigentlich zu viel abbekommt, als er abbekommen sollte. Ne? Also das wird ja immer dann durchgezogen. Ne? Den unteren Voltzahlen kriegt er wahrscheinlich zu viel, den oberen dann zu wenig. Aber in gewissen Bereichen ist die Flanke einfach zu lang, ne, wird zu lang Strom drauf gegeben, ne, sodass der Akku eben mit der Zeit defekt wird. Er nimmt zwar Ladung an, ne, wird geladen, aber wird nicht besser, sondern immer schlechter und schlechter und schlechter mit jedem Laden. Das ist die alte Variante, das ist die ganz alte Variante, das ist die alte Variante, will ich sie mal so nennen. Ne. Da haben wir es jetzt schon mit Freilaufdiode, aber haben eben immer noch eine Fremdtriggerung von unserer Quelle. Und da schaut es dann hier aus, wenn wir so ein Strompaket reingeben, dann ist die Zeit, die wir haben, die hier als Pause ist, bis zum nächsten Puls, ist dann für unsere Back-EMF reserviert. Ne? In der Zeit hat dann Zeit, hat dann der Ausschaltstromstoß Zeit, über die Back-EMF-Diode mit ins System reinzugehen, also mit in den Akku reinzugehen. Nachteil hier ist aber wieder, wenn das hier wieder fremd getriggert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den optimalen Punkt erwischt. Ne, hier unten das Grüne ist jetzt der Back-EMF. Und das, was hier rot jetzt gezeichnet ist, ist eigentlich die verschwendete Energie. Weil in dem Bereich eigentlich noch der Back-EMF wirken könnte, ne, da geht er dann so langsam zurück, aber da kommt schon unser nächster Puls, ne, und wirkt dem der Energie hier entgegen. Die dürfte sich eigentlich vernichten, da dürfte irgendwo was warm werden, wo was nicht warm werden sollte oder müsste. Ja, meistens wird der Akku dann warm. Und ja, natürlich kann man den Punkt so optimal einstellen, wie es geht. Ne, dadurch der Akku aber dann eine verschiedene Spannung hat und auch dann verschiedene Kapazitäten hat, müsste das immer nachgeregelt werden. Ja, also müsste es ein extrem intelligenter Mikrocontroller eben sein, der da alle Parameter berücksichtigt, in welchem Moment er welche Pulsweite auf den Akku drauf gibt. Ne, gibt er hier eine sehr, sehr weite Pulsweite drauf, da ist ganz viel von dem Back-EMF dann vernichtet. Ne, und gibt er hier nur kleine Nadelpulse drauf, dann ne, meinetwegen so 10% Einschaltdauer, dann hat der Back-EMF unter anderem genug Zeit zu wirken. Dies bestätigte ein Versuch von unserem deutschen René, will ich ihn erstmal so nennen. Ne, also wir haben einmal den niederländischen René und dann haben wir unseren deutschen René. Ne, und der hat in letzter Zeit mal mit Pulsweitenmodulationen aus China rumgespielt und hat diesen Effekt bei diesen Pulsweitenmodulationen eben gut beobachten können. Er hat gemeint, wenn er da nur kleine Nadelpulse auf Kondensatoren drauf gibt, dann werden die so schnell voll, wie wenn man halt mit anderen Systemen in Back-EMF optimal wirken lassen würde. Also kann man auch mit normalen, in Anführungszeichen normalen Gerätschaften schon diesen Gimmick mit nutzen sozusagen, ne, diese extra Energie in ein System mit einfließen, aber die müssen halt ordentlich eingestellt sein. So, und dieses ordentlich eingestellt sein, das macht jetzt in meinen Augen immer noch der RMF-Charger, dadurch hier zwei Wicklungen drauf sind, erkennt die eine Wicklung immer im optimalen Moment, wie der Zustand ist sozusagen. Ne? Also durch die Powerwicklung geht ja unser Strom, der dann in unseren Akku läuft. Ne? Und ist dieser Strom dann an einer bestimmten Grenze, ne? Ist da ein bestimmter Punkt erreicht, dann erkennt das die andere Spule und schaltet immer im optimalen Moment. Ne? Das heißt, wir haben ja überhaupt keinen Bereich mehr, wo der Akku irgendwie in unangenehme Situationen kommt. Ne? Er kann immer so viel Strom, also so viel Ampere aufnehmen, wie er kann, bis zu seiner Kotzgrenze sozusagen. Wenn er an der Kotzgrenze ist, gibt er ein Zeichen über seine Spule hier oben. Ne, die wird natürlich eingestellt über den RMF mit dem Vorwiderstand und so weiter. Kann man auch, ne, also kann man auch übertreiben. Also der Punkt muss schon ordentlich eingestellt sein. Aber wenn er ordentlich eingestellt ist, was man eigentlich auch ziemlich schnell rausfindet, dann wirkt es alles optimal. Ne, die Pausen sind so lang, wie der Back-EMF braucht, um restlos zu wirken, bevor die nächste Flanke kommt. Keine Energie wird verschwendet, nichts wird unnötig warm. Ja, da frage ich mich, wie das ein intelligenter Mikrocontroller besser machen soll, als ein System, was sich selber
sagt, hey, jetzt ist mir schlecht, jetzt muss was anders gemacht werden. So, jetzt kommen wir zum wohl, habe ich wieder mir fürs Ende aufgehoben, zum wohl am schwersten zu verstehendsten Teil. Und zwar, was macht denn die RMF-Charger-Schaltung eigentlich? Wieso ist das so optimal? Warum klappt das? Ne? Und damit Sachen so richtig gut funktionieren, muss man richtig gut dran glauben können. Und irgendwas am besten dran glauben ist, wenn man es bis ins Detail weiß, wie was funktioniert. Und deshalb müssen wir da erst nochmal durch. Wenn ihr das wisst, ne, dann braucht ihr es eigentlich nochmal glauben. Dann ist es so manifestiert, dann geht es gar nicht anders, als dass es funktioniert. So. Wir haben hier drei Phasen, also drei Schaltzustände. Die erste Phase habe ich hier grün gemalt. Ne? Da geht praktisch unser Strom, ich gehe immer vom René gelernt, vom Minus nach Plus, ne? Minusstrom. Also geht unsere Energie hier über diese Strecke, über unseren Vorwiderstand, durch die Triggerspule, durch den Akku. Ja, in dem Moment, wo wir Strom drauf geben, ist ja die Triggerstrecke verbunden sozusagen. Also darüber kann jetzt Strom fließen und bewirkt, dass wenn hier die Spannung so hoch geworden ist, ne, wir haben ja hier 20 Volt Quelle und einen 12 Volt Akku, ne, also eine Spannungsdifferenz von 6 Volt ungefähr. Ne, wenn wir hier unsere Schaltspannung von unserem Transistor erreicht haben nach einer bestimmten Zeit, dann fängt er hier dann an zu schalten. Ne? Schaltet dann diese Strecke durch und das ist dann die Phase 2, die rote Phase, wo praktisch unsere Powerstrecke mit ins Spiel kommt. Das ist dann die rote Strecke hier. Ne? Da geht dann unsere richtigen Ampere in der Phase in unseren Akku rein. So, jetzt wird es, wenn wir hier 20 Volt direkt auf unsere 12 Volt drauf fahren, dann steigen die Ampere hier immer mehr und mehr an. Das heißt, hier in unserem Draht stauen sich die Elektronen immer mehr und mehr. Das heißt, das Magnetfeld wird immer größer. Ne? Die tun immer mehr Druck nach außen generieren sozusagen. Und irgendwann wirkt es den anderen Draht, den Triggerdraht hier, ne? Der ja eigentlich dafür da ist, um den hier anzulassen, den Transistor, den wirkt es dann mit der Zeit ab. Das stelle ich mir immer so vor, also wenn das unsere Phase 1 ist und unser Trigger hier einen ganz, ganz kleinen Strom auf unsere Akkus drauf schaltet, sodass unser Transistor schaltet, dann ist in dem Moment, wo der Transistor schaltet, hier unsere Powerschlange, ne, die frisst sich voll, die wird immer fetter und fetter und fetter und drückt dann unsere Triggerschlange, ne, die wird dann so blau-grün, drückt sie ab, ne, dass da kein Strom mehr durchfließen kann. So, und wenn das eben passiert ist, ne, dieser Punkt ist meistens dann erreicht, wenn hier der Akku auch am Kotzen ist. Ne? Wenn der Akku auch sagt, hey, ich kann hier keine Ampere mehr aufnehmen, dann werden hier die Ampere immer mehr und mehr. Und dann ist der optimale Punkt, wo die andere Schlange abgedrückt wird und der Transistor wieder ausschaltet und das Spiel wieder von neuem losgeht. Ja, und in dem Moment wirkt dann praktisch der Ausschaltstromstoß, ne? Hier diese kleine Flamme so zwischen dem Zusammentreffen unserer Schlangen und unserem Akku, ne? Da kann dann unser Back-EMF wirken, der dann zwischen 20 Volt und 12 Volt ist, also die Spannungsdifferenz von 6 Volt. Ja, und wenn wir jetzt eine Spule mit 6 Volt beaufschlagt hat und die mit einem Mal abrupt in den Kondensator andersrum entlädt, ne, dann haben wir unseren Back-EMF, der ist ungefähr 10 Mal höher, also kann man hier ungefähr mit Back-EMF-Pulsen so um die 60 Volt rechnen. Ne? Ja, das wären die drei Phasen. Ne, hier Trigger, Schall frisst sich durch, bis er schaltet. Dann kann die andere Schlange mit Strom beflossen werden. Die wird immer fetter und fetter und fetter. Drückt den Trigger ab. Trigger schaltet ab und Spiel geht wieder von neuem los. So, und während des Abschaltens kann der Back-EMF in den Akku gehen. Ja, jetzt denke ich, seid ihr im Bilde. Was mir immer so für Bilder durch den Kopf geistern. Aber damit will ich es erstmal gut sein lassen. Ihr dürftet es jetzt wissen, warum das am besten funktioniert.
Und ansonsten, wenn ihr hier Analogien zum Freizocken von Menschen findet, ne, Menschen auf Alaun-Akkus umrüsten, dann kannst du nicht alle auf Kristall umrüsten, das geht nicht. Nee, das ist nur eine Zwischenvariante, um, wenn man gar nicht mehr hat, ne, wenigstens ein bisschen was noch hinzukriegen. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ne, ich denke da wieder an die Hanf-Akkus, wo wir eine Seite der Platten durch Carbonplatten ersetzen. 30% mehr Kapazität, 30% weniger Gewicht und in Anführungszeichen ja, eine höhere Energiedichte als Lithium. So, aber das war erstmal wichtig für den Weg, der weiterhin beschritten wird. So, Fundament ist gelegt. Ahoi derweil, bis später.